Step by Step, das ist sein Motto. Und das im Tempo, wo international nur wenige mitheben können. Daniel Borak ist Stepdancer, erst 25, kommt aus Winterthur und ist schon sechsfacher Weltmeister. Wir haben ein paar Stunden versucht, mit dem leichtfüßigen jungen Mann Schritt zu halten. Stillstehen sieht man ihn selten. Daniel Borak ist von früh bis spät in Bewegung. Heute hat er schon 5 Stunden Training hinter sich. Hier in diesem Raum, wo er als Kind steppen lernte, im Tanzstudio seiner Mutter. Als ich 5 war, hat sie angefangen, Stepptanz zu unterrichten. Und das war da und ich bin dort geguckt und habe zugeschaut. Und als ich das gesehen habe, hat es mich, dann ist es um mich geschehen. In seiner Jugend steht zwar auch das Skateboard hoch im Kurs, aber die Schuhe mit den Metallplättchen bleiben ganz klar an erster Stelle. Für mich bedeutet Stepp eigentlich alles. Ist das Leben für mich. Und ich würde das am liebsten das Leben lang machen. Für immer. Diesen Traum macht er wahr. Heute ist der 25-jährige Profitänzer. Genau wie seine Freundin Nathalie Wagner. Die beiden feilen gerade an einer gemeinsamen Nummer. Begegnet sind sie sich, wen wundert's, im Tanzsaal. Mir hat gefallen, wie er schafft. Seine Professionalität ist mir eigentlich aufgefallen zuerst. Und erst dann habe ich ihn angefangen, persönlich kennenzulernen. Und dann habe ich realisiert, er ist es. Sie muss sich ihren Daniel aber teilen, wenigstens im Tanzsaal. Mit einer Horde tanzbegeisterter Mädchen, die er unterrichtet. Das sind Proben für die Schweizer Meisterschaft. Ready? Den zweiten Teil der Probe übernimmt heute seine Mutter Liba, denn der sechsfache Weltmeister muss weiter. Ciao zusammen. Auf die große Bühne. In wenigen Augenblicken tritt er in das Zelt auf. Tanzen von früh bis spät. Woher nimmt er bloß seine Energie? Daniel Borak verrät seinen Trick. Zum Beispiel, wenn ich sitze, dann sitze ich und ich probiere alles loszulassen. Ich probiere meine Schultern nicht zu verkrampft zu haben. Ich probiere oftmals ist mein Arsch verkrampft. Ich weiß gar nicht warum. Einfach entspannen von Schulter bis Po, um wieder leichtfüßig weiterzuwirbeln. Daniel Borak, der Mann, der nicht stillstehen kann.